Cannelloni al Forno. Man sieht sie kaum, aber sie sind da. Al Forno kommt aus dem Italienischen und heißt einfach nur gebacken. Ich habe sie nach traditionell italienischer Art im Ofen mit Parmesankäse überbacken. Und darum geht's in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wie in fast all meinen Videos kommt als erstes mal die Zutatenliste. Wem das gleich zu schnell geht, der kann alle Zutaten auch unter diesem Video nachlesen. Folgende Zutaten werden benötigt: 18 Cannelloni-Röllchen, 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, eine Dose Champignons, ein guter Teelöffel Knoblauchmus, zwei kleine Zwiebeln, drei gestrichene Esslöffel Oregano, zwei Teelöffel Gemüsebrühepaste, eine Handvoll frischer Basilikum, 200 ml Gemüsebrühe, 600 ml passierte Tomaten, 150 Gramm Parmesan, Salz und Pfeffer. Und für die Bechamelsoße 50 Gramm Kräuterbutter, 60 Gramm Mehl, 500 ml Milch, 500 ml Brühe, Salz und Pfeffer und Muskatnuss. Als erstes beginne ich mit der Hackfleischsoße, denn die muss vollständig erkalten. Ich zeige euch später, warum das so ist. Hierfür wird Olivenöl in einem Topf leicht erhitzt. Natives Olivenöl verträgt keine hohe Hitze, deswegen nur leicht erhitzen. Darin werden dann die Zwiebeln glasig geschwitzt. Auch das Knoblauchmus darf ein wenig mitschwitzen. Nach kurzer Zeit kommt das Hackfleisch hinzu. Jetzt wird alles bei mittlerer Hitze gegart. Das Wasser aus dem Fleisch und aus dem Gemüse sollte weitestgehend verdunsten. Das ist wichtig, damit die Masse nicht zu flüssig wird, denn sie kommt hinterher in die Cannellonis. Also habt etwas Mut und vor allem Geduld und lasst das Ganze ein wenig vor sich hin brutzeln. Wenn das Wasser verdunstet ist, dann bekommt das Fleisch so allmählich Farbe. Die klein geschnittenen Champignons und die Gemüsebrühepaste werden ebenfalls hinzugegeben. Wer wissen möchte, wie ich die Gemüsebrühepaste gemacht habe, der kann sich das Video hier oben mal anschauen. Alles gut verrühren und dann werden die 600 ml passierte Tomate hinzugefügt. Jetzt kommt noch die Gemüsebrühe hinzu und dann wird alles gut abgeschmeckt. Die Soße darf jetzt im offenen Topf 30 Minuten vor sich hingaren, damit sie einreduziert. Erst zum Schluss wird das Oregano und die klein geschnittenen Basilikumblätter hinzugefügt, damit sie ihren Geschmack noch behalten. Die Soße muss jetzt vollständig auskühlen, am besten für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank. Währenddessen geht's an die Sauce Bechamel. Für einen tollen, unvergleichlichen Geschmack habe ich statt Butter Kräuterbutter verwendet. Natürlich könnt ihr auch normale Butter nehmen. Damit nichts verklumpt, wird jetzt die Milch nach und nach hinzugegeben. Jetzt wird die kalte Milch nach und nach hinzugegeben und dann so und dann noch abschmecken, aber denkt dran, die Kräuterbutter bringt schon reichlich Salz mit. Alles nochmal 5 Minuten köcheln lassen und dann ist die Sauce Bechamel fertig. In der Zwischenzeit ist unsere Hackfleischsoße richtig schön fest geworden. Schaut euch das mal an. So kann die Masse jetzt in die Cannellonis reingefüllt werden. Im Feld kann in der Auflaufform gleich liegen bleiben, denn es wird so oder so obendrauf nochmal der Rest der Soße draufgegeben. Alles gut verteilen und schön glatt ziehen. Die Sauce Bechamel ist jetzt auch etwas abgekühlt und etwas dicker geworden und wird jetzt oben auf die Hackfleischmasse draufgegeben. Alles gut verteilen und schön glatt ziehen und zum Schluss kommt dann 150 Gramm geriebener Parmesankäse obendrauf. Jetzt ab in den Backofen auf 180 Grad Umluft und für 50 Minuten backen lassen. Ja, und so sehen dann die überbackenen Cannellonis aus und auf dem Teller sehen sie so aus. Weitere Aufläufe von mir könnt ihr hier oben in dieser Playlist sehen. Das war's mal wieder von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.